Ich glaube, vom Starten der PS4 zu diesem Screen waren es, glaube ich, 2 Minuten. Weil du A, die Intros nicht überspringen kannst, B, jeder Dreck 10 Sekunden Ladezeit braucht. Und das summiert sich einfach auf. Also, dieses Spiel wäre keins, wo man vor der Schule mal schnell einfach eine Runde spielt. Das, so funktioniert das nicht. Das, Willkommen zurück zu Videospielen. Mal wieder Crash Bandicoot. Beziehungsweise die Ancestrology. Erstes Spiel davon. Bei Heavy Machinery. Ich hab, ob wir in Edelstein tun, keine Ahnung. Ganz ehrlich, kann sein. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, schauen wir mal, was es hier gibt. Gott lang, da. Ich versuche mal alles zu holen. Ich glaube, es geht. Ich glaube auch, das war Schwachsinn. Aber hey. Wer bin ich hier, was zu verurteilen? Ach so, der Spieler, genau. Okay. Oh nein. Ich war so nah dran runterzufallen. Okay. Alles gut. Wir müssen immer noch für alles X gedrückt halten. Die letzte Aufnahme ist 2 Stunden her. Folge 1 hochgeladen. Alles easy. Und ich hatte einfach weiterhin Bock. Also nervig manches ist, es ist... Ich meine, so eine gewisse Gewöhnungsphase muss man dem Spiel zugestehen. Man kann nicht erwarten, dass man weiß, du spielst ein Spiel und sagt, und du kannst es einfach. So ist es halt einfach nicht. Naja, oder so. So ist es auch nicht. Ich hatte noch keinen Checkpoint, ne? Fantastisch. Ich freue mich riesig. Oh mein Gott. Ja, also sowas wie Spin Jump, aber dann die volle Sprunglänge bekommen, kannst du voll vergessen. Merke ich mir. Freunde, diesen merke ich mal. Da haben wir diese Runde nicht erinnern. Machen wir jetzt sowas da. Okay. Alles gut. Nicht getroffen werden. Sehr schön. Ich kann es also doch noch. Der alte Fuchs. Der alte Fuchs soll ein bisschen mehr die Kisten entzogen sollte. Triggert das Leute in 2017 noch, wenn man eigentlich Fuchs sagt, wenn man Crash meint? Ist es eigentlich noch eine relevante Beleidigung? Also. Oh, dass sich die Leute ernsthaft drüber aufregen? Ich frage ja noch. Ist durchaus eine Überlegung wert. Oder so. So geht's auch. Okay. Sehr interessant. Ich muss also spät mich drehen. Ja. Nein, läuft gut bisher. Kannst dich eigentlich nicht beschweren. Aber kannst dich eigentlich schon beschweren. Meine Fresse. Gib mir einfach die Fickmaske und lass mich hier. Oh. Ich dachte, ich werde getroffen. Ich hätte es verdient. Das war nicht gut. Oh, ist hier ein Geheimgang? Oh, wer weiß es? Oh, ich weiß es. Auch schön, dass man die Animation, dieses, also wenn man das großen Höhenfeld, dieses Hinklatschen, dass man das abbrechen kann durch Drehen oder Springen oder so. Das ist ganz nett. Gab es aber bei anderen Crash-Spielen auch schon. Wo gab es das? Bei irgendeinem. Ich glaube, das war Crash 3. Ich glaube, in Crash 3 gab es sowas Ähnliches. Meine ich. Gab es immer das große Höhenfeld, dass man so hinklatscht. In irgendeinem Crash-Spiel gibt es. Ich wette 8 Cent. Wer wird sich diese 8 Cent holen? Oh, danke fürs Leben. Ja. Das hätte ich eigentlich nicht gebraucht, weil ich. Man kann diese Plattform eigentlich ignorieren und direkt hier rüber gehen, aber nein, ist ja egal. Komm mal, wollen sie nichts vormachen da. Ich stelle fest, D-Pad geht mit der Zeit, wenn man lang drückt, auch auf den Finger. Wobei ich da ein bisschen vorbelastet bin von Max Payne für den Game Boy Advance. Ich hatte das Leben fast weggedreht. Was ich mit dem
Gamecube-Controller, aber mit Adapter an PC angeschlossen. Und das muss man mit D-Pad spielen. Aber das, pff, oh je, alles. Es tut weh. Wenn man zu lang spielt, es tut wirklich weh. 5. Ja, warum nicht einfach mal drehen? Ja. Nein. Okay. 5, das geht bestimmt auch schneller, wenn man ein bisschen mehr Spinning. Spinning macht, aber muss auch nicht sein. Man muss es nicht direkt übertreiben. Habe ich eigentlich schon einen Checkpoint bekommen? Könnte sein, dass ich noch keinen Checkpoint bekommen habe. Wenn dem so wäre, dann wäre ich sehr traurig. Wir hoffen mal nicht. Hart gelutscht. Dass der Checkpoint kommt. Nicht versauen. Ja! Weltrekord. Genau, das ist auch so einer. Kann man direkt runterfallen. Und jetzt Body Slam. Ach, warte. Falsches Spiel. Ich meine, ich verstehe ja, dass sie die Originale nachmachen wollten, aber hätten wir nicht trotzdem interessante Mechanik einbauen können in dieses Spiel? Ich frage ja nur. Ich will ja nicht mal jemanden verurteilen. Ah, das war diese Stelle, ja. Und das war Embryo. Aber war nicht dieser Drecksbonus? Ich schwöre, der war hier irgendwo in der Nähe. In dem oder einem der nächsten Level. Ja, genau der. Oh, totaler Hass. Ich freue mich schon. Das wird... Also auch auf PS1. Ich meine, ich habe die Boni ja irgendwann mal alle gemacht. Oh, das ist so zum Kotzen. In dem Spiel sogar noch ein bisschen mehr. Aber es war im Original auch schlimm genug. Also aber da möchte ich hier nichts schönreden. Nostalgie und alles, aber das war schon damals Krätze. Wuhu! Yay! Ja. Nee, war einfach. War gar keine große Sache. Einfach mal lügen. So. Gut, wir haben wieder 14 Leben. Sollten eigentlich, keine Ahnung, 80 sein, aber ist doch egal. Falsche Seite? Nee, war richtig. Irgendwo war ein Dead End, wo es... Genau da drüben, das ist... Na ja, komm. Geh jetzt, gib doch her da. Hast die Affe. Drecksgeschießt. Also, zack. X gedrückt halten, sonst ist dieses Spiel nicht spielbar. Okay. Auch in Ordnung. Bitch. Was auch immer das für ein Sound war, aber okay. Gut. Na. Perfekt. 51%. Da hat mir jemand den Arsch offen. Ganz wortwörtlich. Also ich verstehe, wie man ein Level sehr lange laden kann. Wie man die Overworld jedes Mal 10 Sekunden laden kann. Das verstehe ich persönlich weniger. Naja. Cortex Power. Schönes Level. Können aber nicht alles holen. Zumindest in dieser Version nicht. In der PS1-Version geht das. Da gibt es den Cortex Power Skip. Da kann man sich so ein bisschen in eine Wand reinglitschen. Da dann drüber und auch in den Weg, in dem man sonst nicht kommen würde. Und man muss irgendeinen komischen Doppelsprung machen. Glitch-Doppelsprung offensichtlich. Also einfach ist es nicht, aber... Wir sind ja sowieso nicht, irgendwas zu skippen, sondern um einen Edelstein nicht zu holen. Habe ich überhaupt versucht, dieses Spiel zu spielen? Alles gut. Wir ein bisschen an Analog gewöhnen. Natürlich analog.
Ich frage mich immer noch, wie ich in Folge 1 so gut war. Zumindest die ersten 20 Minuten. Das ist... Es wird immer ein Rätsel bleiben. Außerdem... Das hat mit dem Original nichts mehr zu tun. Im Original bedeutet, ich drehe mich. Das bedeutet Unbesiegbarkeit. Also ich kann mich durch Elektro, ich kann mich durch Fallen, ich kann mich durch alles durchdrehen. Nur sobald das Drehen halt vorbei ist, dann ist auch vorbei. Ne? Also, das schon. Aber ja, normalerweise hätte ich diese, konnte ich diese Elektroattacken wegdrehen und Leben nehmen. Oder mitkommen. Das war dumm auf einem ganz neuen Niveau. Danke für das Leben, das ich bekomme. Okay. Ja, das war... Nein, das war nicht einfach. Jetzt war es einfach. Und tschüss. Geklatscht. Dieser Fade-Out vom Level sieht immer so ein bisschen videomäßig aus. Hätte man Sony Vegas einfach so einen Ausblendeffekt draufgelegt. Ich weiß auch nicht. Was weiß ich, sag mal, was weiß ich. Generator Room. Endlich mal wieder ein Edelstein. Farbedelstein. Aber das bedeutet auch... Sterben verboten. Zumindest nach dem ersten Checkpoint. Okay. Sehr interessant. Man muss echt auf dem letzten Pixel dieser Plattform springen. Es geht, glaube ich, nicht anders. Kisten existieren. Und das ist ein Problem. Okay. Na geht doch, ganz einfach. So. Bisher noch alles gut. Nicht mit der Plattform runterfallen. Was geht, dauert zwar 8 Stunden, bis die Plattform runterfällt, aber nie in Sicherheit wiegen hier. Okay. Sterben verboten. Nein, mir geht's gut. Mir geht's persönlich ganz super. Also fantastisch, wirklich. Das war gelogen. Oh, das ist schon Toner. Ja, das nehmen wir doch mit, sag ich mal. Jeder Bonus ist ja ein Checkpoint. In diesem Level absolut unnötig. Weil wer stirbt, verliert, aber. Für andere Levels ist es ganz nett. Und die 2 Leben nehme ich auch gerne mit. Meine Hände sind so ein bisschen verschwitzt, muss ich zugeben. Was ist, woran das wohl liegen könnte? Ja. Das ist... Oh. Ich meine, ich wusste, ich habe die Maske und ich habe es einfach getan. Sagen wir es doch, wie es ist. Ich werde es so sicher machen, wie es nur geht. Komplett unnötig, aber ich habe es getan. Okay. Tu mir das nicht an. Ich stehe sehr dezentral auf dieser Plattform. Auch nicht mein Favorit. Alles gut. Alles beschissen. Aber es erscheint manchmal gut. Okay. Fröhlichkeit. Okay. Ich bin so auf 180 gerade. Alles gut. Nicht versauen, nicht jetzt. Wir sind doch so nah am Ziel. Loni, wir haben es doch fast geschafft. Ich schwöre, mein Herz ist am Punkt. Gib mir das Leben und lass mich raus. Ja. Erstmal abwischen damit.
Am T-Shirt, hey, meine Güte. Nee, euch geht's gut, oder? Ich wäre so ausgerastet. Aber es wird noch passieren. Es ist im grünen Front passiert und es wird auch weiterhin passieren. Kannst Zeug in diesem Level, in diesen Levels einfach nicht planen mit den Farbedelsteinen. Toxic Waste. Weil ein Farbedelstein nicht genug ist. Homer ist noch einen zweiten. Ich meine, oh, vielleicht. Keiner kann es wissen. Ob wir hier wirklich einen Farbedelstein holen können. Ich glaub's auch. Schmeiß dein Scheiß und lass mich einen Router. Oh, nee. Okay. Prinzipiell sehr einfach, also sagen wir es doch gleich, wie es ist. Was sollte dabei schief gehen? Okay. Vergesst es. Vergesst, dass ich jemals irgendwas gesagt habe. Ich werde so hart sterben. Also das Level davor, das war wirklich nicht einfach. Nicht selbstverständlich, dass man es so locker holt. Aber hier werde ich dann zacken. Das könnt ihr aber wissen. Oh, die Maske hätte ich gern behalten. Ach, ärgerlich. Tavna für mich. Gesackt. Mal wieder. 39. Jetzt kommen die Sprungdinger. Einfach. Nicht lutschen, bitte. Oh, ich hätte die Maske so gern behalten. Es war so unnötig, die zu verschwenden, wirklich. Ich dachte, ich habe es weggedreht. Alter. Ich hab so ein komisches Gefühl, dass es schief geht, was aber in Ordnung wäre. Weil ich meine, das Level ist ja schnell gemacht, so ein bisschen. Das macht man mal, dann schneidet man es zurecht und dann fragt man sich, warum es nicht beim ersten Mal geschafft hat. Ja, aber sonst habt ihr auch noch den Arsch offen, oder was? Ich wusste, es passiert! Spaß! Freunde, ist egal. Wir sehen uns gleich wieder. Kann man da nicht 3D rumspringen? Natürlich kann man 3D rumspringen, weil mich alle am Arsch lecken können, du Wichser. Gib mir den Edelstein. Nein! Nein! Egal! Und ich habe die Maske nicht mal gebraucht, aber das war zu erwarten. Passt schon. Der Edelstein sieht nicht so blau aus, wie ich gern hätte, aber ich kann damit leben. Und ich kann auch leben damit, dass wir den nächsten Edelstein, glaube ich, auch holen können. Meine ich. Ich hätte vielleicht Crash 1 bis 3 noch die Originale. Vergiss, was ich gesagt habe. Die Originale nochmal spielen sollen, bevor ich das hier angehe. Aber ich bin so faul. Und es ist mir auch scheißegal eigentlich. Seine Maschinenpistole ist nicht immer verlässlich. Ja, das will man hören. Ja, die Kugeln in Super Slow-Mo finde ich sehr interessant. Oder so. Ja, das war natürlich einfach nur dämlich. Das Konzept ist ziemlich simpel. Einfach, er geht von A nach B und ich gehe von B nach A. Oder sowas. Diese Zeichen auf dem Boden ist ganz schön. Mir sieht Crash durchgestrichen, aber Pinscribe nicht, weil er es einfach kann. Ich habe ganz vergessen, wie Phase 2 abläuft. Ficken! Ja, genau! Natürlich trifft mich das! Ganz klar. Ich glaub's aber auch. Ja. Und wiedersehen. Macht nix. Und die 2. Und bitte. Und dann merkt nach links gehen, weil er dann hier
aussetzt. Danke. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das nächste Mal ist in der Mitte oder die nächsten beiden Male oder so. Oder ist es rechts? Pff, keine Ahnung. Das ganz letzte Mal ist in der Mitte, irgendwie so. Okay. Und tschüss. Wie sie noch so schöne Boss, während dem Boss besiegt hat, so schöne Animationen noch eingebaut haben. Weißt du, das ist doch, das ist Remaster Plus. Weißt du, das ist das Plus in Remaster Plus. Das sehe ich vollkommen ein. Das Remaster Plus liegt nicht darin, die Sprungsteuerung und die Sprungphysik scheiße zu machen. Nur so ein Tipp. Halte Sprung gedrückt. Ah, da. Dass es jetzt als Hinweis kommt, ist das eigentlich Realsatire oder so? Weil vorher habe ich das ja noch nie gebraucht, dieses Wissen. Aber eigentlich schon. Sehr interessant. Ah, macht nichts. Gib her, lass mich in Ruhe, weg den Scheiß da. Ja, super, ich freue mich total drauf. Super, der Wahnsinn ist das. Absolut fröhlich, wenn ich diesen Scheiß wieder sehe da. Man denkt immer, naja, da wo die Wumpas sind, werden doch wohl die Dings sein, ne? Naja, aber ein Scheiß ist da leider. Ich muss X gedrückt halten, wie überall anders auch. Oh mein Gott, bring mich einfach um. Bitte, beende, so schnell wie möglich. Das ist doch nicht wahr. Ja, danke für die Arschlochmaske. Die hier tatsächlich nicht mal was bringt, das ist ja das Traurige. Also, spät springen. Spät, spät, ganz einfach. Wenn ganz einfach das fickte Gegenteil bedeutet. Oh, aber immerhin hatte ich eine Maske. Das war tatsächlich mal nur nützlich. Spaß, 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 Spaß. Das mit den Wumpas ist einfach nur irreführend. Weißt du, macht doch direkt über die Bretter, dann weiß man, wo man hinschmeckt. Aber nicht so ein Scheiß, die irgendwie da so ein bisschen versetzt hinzufügen. Also das ist ja einfach nur dämlich. Das ist bewusste Irreführung und das unterstütze ich auch nicht. Spiel erstmal zurückschicken. Wird nicht reichen. Hätte nicht reichen sollen. Das hätte auch nicht reichen sollen. Genau wie das nicht hätte reichen sollen. Tut es auch nicht. Dankeschön. Also pass auf, stellt euch das mal vor. Da sitzt ein Beta-Tester, ne? Die Story, ich habe die schon mal so ähnlich angefangen, aber es wird noch besser. Da sitzt ein Beta-Tester, der gerade dieses Level, jetzt ganz, ganz speziell dieses Level spielt. Der spielt es durch und gibt dann am Ende als Meinung oder Ergebnis, gibt dann ab, ja, dieses Level, super, muss man nichts mehr dran verändern, kann man so lassen. Oder dieses Level, dieses Level lässt keine Wünsche offen, was die Steuerung angeht. Und so oder so ähnlich muss es ja passiert sein, weil sonst müsste ich mich hier nicht drüber aufregen. Und ich bin ja nicht der Einzige, der sich drüber aufgeregt. Ich glaube, jeder, den ich bisher gesehen habe, der es gespielt hat, hat sich drüber aufgeregt. Und auch zu Recht. Manche mehr, manche weniger. Manche so viel wie Super Flash Crash. Nee, also das muss echt... Muss man echt mal hart überdenken. Okay, pass auf. Das funktioniert. Natürlich funktioniert's. Das funktioniert auch. Und... Oh, erster Checkpoint. Ist ja auch legendär. Komm, geh hinter. Mach das nicht schlecht, doch. Komm, hast die Affe. Funktioniert nicht, weil ich überhaupt nicht springen durfte. Manchmal ist Realismus auch krätzend, wie die Oh ja, komm! Also. Kann sich auch echt einen eigenen Schwanz lutschen, wenn ein Spiel entwickelt. Also Wahnsinn! Das ist auch nicht. Das hat nichts mit Gewöhnungssache zu tun. Das ist einfach nur schlecht. Oh mein Gott. Du musst
am hinteren Ende der Schildkröte springen, sonst hast du gar keine Chance. Aber wenn du es machst, ne? Siehst du genau? Jetzt bin ich von der Mitte ausgesprungen. Die Schildkröte ganz hinten getroffen, von der Mitte ausgesprungen. Was sagt uns das? Ich muss von ganz hinten springen. Und dann funktioniert es auch. Natürlich, aber dann werde ich wieder getroffen, weil das Spiel halt lutscht. Ach komm, leck mich am Arsch. So einen Dreck muss ich mir überhaupt nicht antun. Und ich mach's trotzdem, aus irgendeinem Grund. Ich laufe einfach drüber. Können mich mal am Arsch lecken. Ganz einfach. Nein, mir geht's gut. Und euch so? Alles tutti, sag ich mal, oder was läuft? Ich wollte eigentlich nicht auf die Dinger zurückgreifen, aber so ein Dreck ist ich überhaupt nicht. Ich werde diese Seile so hart benutzen, dass es schon an Vergewaltigung droht. An Vergewaltigung droht, an Vergewaltigung grenzt, wenn überhaupt. Qu'est-ce que c'est la langue allemande? Was ist deutsche Sprache? Oh, jetzt komm! Ich verliere nicht ernsthaft meine 180 Leben in diesem. Was? Das geht? Du kannst 2 Mitleidsmassen in diesem Spiel bekommen. Das ist ja fantastisch. Das Spiel einem so richtig hart sagt, ja, du bist scheiße. Das ist doch super. Also, was will man denn mehr? Egal. Egal. Nein. Kann man checken. Du kriegst 2 Mitleidsmasken. Das ist doch... Also... Vor allem, es bringt dir ja nicht mal was. Das ist doch das Problem hieran. Weißt du, dass man 2 Mitleidsmassen bekommt? Okay, gut, wenn man wirklich scheiße ist. Gut. Aber die wollen mit dieser Mechanik kompensieren, dass das Spiel... Und vor allem, dass insbesondere dieses Level... Ja, lutscht. Mir fällt schon gar keine Beleidigung mehr ein, um es irgendwie adäquat zu formulieren. Das ist doch unglaublich. Das ist Realsatire. In reinster Form. Oh, meine Fresse. Ich werde in diesem Level Game Over gehen. Aber liegt es an mir? Nein, es liegt nicht an mir. Ja, und dieses Wildschwein oder Berg oder Brücken oder Himmelsschwein, was weiß ich. Bleibt stehen, wenn man dahinter ist. Was auch sehr nett ist. Oh, was sehe ich in meinen Augen da hinten am Horizont? Eine Kiste. Die sehr hell erscheint. Okay. Ja, funktioniert. Einfach. Vor allem unterschätzt man die Zeit, die es braucht, um nach unten zu gehen. Das ist passiert und das ist ein Problem. Pass auf, scheiß auf die Schildkröte, wir machen es einfach richtig. Wir machen es nicht richtig. Keine Methode funktioniert, nichts. Nichts funktioniert in diesem Level. Komplett vergessen. An diesem Punkt wäre es eigentlich normal, sowas wie 60 Leben zu haben oder so. Ich wollte es nur mal sagen. Nein. 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 Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Es ist einfach nur absurd, das richtig einzuschätzen. Aber gerade so. Gib's mir. Komm. Ich will nur noch raus. Ich habe einen Checkpoint. Sehr gut. Meine Fresse. Nie im Leben hat das irgendwann zumindest mal ein kompetenter Beta-Tester versucht, dieses Level. Es geht nicht. Es ist physikalisch nicht möglich. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich meine, das sind jetzt nur tricky Punktsprünge. Das geht schon. Das ist einfach, das ist nicht... Deswegen ist es nicht absurd. Es ist machbar. Im Gegensatz zu was anderem in diesem Spiel. Na, erratet ihr, was es ist? Wer kann es wissen?
ist hier auf. Oh nein, ich. Oh, jetzt kann ich jemanden kratzen. Oh mein Gott. Immerhin etwas. Und habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Es sind ja sogar schon ein paar Reviews zu diesen Spielen draußen. Und ich persönlich frage mich, wie kann es Leute geben, die diesem Spiel von 10 möglichen Punkten, ich habe schon sowas 8er, ich habe ein paar 9er gesehen, auch ein paar 10er, die sagen, perfekt, wie die Originale. Und da muss ich mich schon fragen, wie viel muss man rauchen, um diese Passagen in einem Review so zu vergessen. Also größtenteils, wenn man sich ein bisschen an die Sprungsteuerung gewöhnt hat, ist okay, kann man nicht viel sagen gegen. Aber hier gipfelt diese Absurdität einfach. Und ich meine, vielleicht haben diese Leute einfach, vielleicht haben die Originale gespielt, aber gedacht, das heißt jetzt Insane Trilogy. Also, ich verstehe es echt nicht. So, ganz ruhig. Fantastisch. Wenn ich diese beiden Kisten vergessen hätte, ich hätte geheult. Ich war nah dran, auf diese Plattform zu gehen. Oh, wir haben 45. Ja, super. Super, dann können wir zu Ende morgen kommen. Wir da. Und zack. Zack. Ja. Ja. Ich freue mich des Todes. Also. In dieser Folge gipfelte die Absurdität der Sprungphysik.